Nein! Willst du mich jetzt gerade verarschen, Spiel? Willst du mich jetzt gerade verarschen? Ich habe doch keinen permanenten Tod eingestellt. Wow. Wow. Gut. Haben wir die Perks noch oder sind die... Ich tippe mal, alle Perks sind auch wieder weg. Gut, das will ich jetzt. Das will ich jetzt gucken. Habe ich immer noch Hardcore-Modus eingestellt? Delete this Charakter, yes. Nee, Hardcore ist aus. Wieso hat er mir jetzt schon wieder den Charakter gelöscht? Gut. Ah, schade, dabei lief es eigentlich richtig gut gerade mit dem Magier. Abgesehen von dieser dummen Idee jetzt mit mich mit zwei Goblins anzulegen. Im Nahkampf. Halt, Stäbchen, bleib da. Alter, 20 dieser Pilze sammeln. Uff.
Doch, neue Helde Bade. Die ist sogar stärker als die alte. Zahn er noch bei Echo mit dabei oder? Oh, was macht der gerade Schönes? Abflug, mein Freund. Dahin geht's weiter. Nix, nix, nix und wieder nix. Ach komm schon, Leute, ein Pilz fehlt mir noch. Ja gut. Boah, Alter. Alter, nix mit Carsten hier, komm! Weg da! Weg mit der Viecher! Weg!
So, Talent. Fireball. Gute Frau, Sie sind am Zug. Was nehmen wir? Was für ein Perk darf es diesmal sein? Voodoo-Doll. So, jetzt müssen wir noch den einen Mushroom holen. Danke, Spiel, dass ich hier drüber darf. Irgendwo. Ah, hier muss noch irgendwo ein Pilz sein. Sollen wir die ganze Instanz clearen, also wirklich alles töten? Oder immer nur wie hier bis jetzt Monster Quest Boss weg? Was meint ihr? Ja, nicht? Deswegen stelle ich sie, weil es eine gute Frage ist. Monsterklatschen gibt Punkte, ja.
weiß gar nicht, ob es Bonuspunkte gibt, wenn man besonders viele Questgegenstände abgibt. Das weiß ich jetzt nicht. Abflug. Ja, damit sind wir mit der Instanz durch. Lass uns doch mal gucken, ob wir was bekommen haben. In den letzten paar Loot-Sachen. Nix Weltbewegendes. Leider, kein Ring, kein gar nichts, nichts. Welcome back, my friend. What can I do for you? Kannst mir das geben, das geben, das Hütchen geben. Welcome back, my friend. Und meinen ganzen Scheiß hier annehmen. Was? Was für ein Modifier? Hä? Was für ein Modifier ist jetzt bitte aktiv? Also was ich mir bestimmt cool vorstellen würde, was aber vielleicht auch ein bisschen overpowered wäre, wäre eine Twitch-Funktion für das Spiel. Oder was meinst du, Gina? Wie bei RimWorld, dass man halt abstimmen kann am Anfang eines Dungeons oder während eines Dungeons. Monster werden gebufft, Monster werden stärker. Was würdest du davon halten?
Weil dann wird das Spiel auch so ein bisschen mehr den Chat auch mit in Interaktion ziehen. Kann man nachher mal einen Post machen, wo wir mal den Entwicklern schreiben, wenn die einen Discord haben, ob die sowas mit einführen können. Ansonsten auch gerne mal für die Leute auf YouTube, gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr so eine Funktion geil finden würdet oder nicht. Und ob ihr sowas dann auch nutzen würdet im Livestream, wenn der Livestream euch sowas zur Verfügung stellt. Neues Stäbchen. Ooh, yeah. Mana Damage 30. Nein! Ich bin so genial. Ich habe die Lockpick-Ability noch nicht gelernt. Ah, ärgerlich. Wieso fährt da mitten in der Treppe eine Klinge? Wie unfair ist das denn bitte? Eine Trab. Nochmal werde ich nicht von Goblins abgeschlachtet. Können wir eben sogar den Streamtitel, den Goblin Slayer, umändern. Für Goblins will ich hier umniete. Ah!
Na komm schon, hier hinten muss doch irgendwo der Boss sein. So weit ab vom Schuss. Nee. Schlaf gut, Anja. Tschüss. Irgendwo hier oben geht's noch rein, hier geht's rein und da geht's rein. Wow, wir sind am Boss-Dungeon vorbeigelaufen.